auf der Optimismus-Skala war Angela Merkel nicht sehr optimistisch. Wie haben Sie das wahrgenommen, was sie da so gesagt hat? Man muss ja immer sehr zwischen den Zeilen lesen. Das ist wohl wahr. Also man musste ein bisschen rätseln, was sie wohl damit gemeint haben. Also sie war nicht, sagen wir mal, nicht extrem gut gelaunt. Sie dachte wohl, dass ein Kompromiss irgendwie gefunden werden würde. Aber die Punkte, die sie eben gesagt hat, vor allem, dass es eben wichtig ist, dass ein einigermaßen großer Konsens hinter dem Personalpaket steht und dass alle drei bisher als Spitzenkandidaten bezeichneten Personen auch vertreten werden müssen. Also wenn man diese Zielsetzungen durchsetzen will, dann dauert es einfach etwas länger. Und bemerkenswert war ja auch, dass sie angesprochen hat, dass offenbar ja auch große Länder dagegen sind, gegen das Paket, das auf dem Tisch lag. Polen wahrscheinlich, denken wir, die Visegrad-Staaten, genau. Italien, also, so ja, ungefähr. Die Vermutung, sie hat ja von 100 Millionen Menschen gesprochen. Und ja, dann, wenn man mal so ein bisschen durchrechnet, dann kann man vielleicht auf die Vermutung kommen, dass es Polen und vielleicht auch Italien sein könnten. Beide, also Polen sowieso, weil die Opposition gegen Timmermans bei Polen ganz besonders stark ist, weil er sich eben, was die polnische Rechtsstaatlichkeit betrifft, sehr stark exponiert hat in seiner Zeit als Vizepräsident der Kommission. Bei Italien ist vielleicht auch das Faktum, dass Italien jetzt demnächst ohne eine Spitzenpersönlichkeit dastehen wird. Man hatte ja zwei mit Mario Draghi an der EZB und Mogherini als Außenbeauftragte. Und vielleicht fühlt sich Italien da auch in gewisser Weise nicht so richtig repräsentiert. Das sind natürlich jetzt nur Vermutungen, weil man ja nicht dabei ist bei den Beratungen, aber so könnte es sein. Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Zimmermann, für Ihre Geduld und dass Sie uns hier mit der Analyse zur Seite gestanden haben. Das zeigt noch einmal mehr, wie kompliziert Brüssel geworden ist mit an die 30 Mitgliedstaaten. So ist es.